Der Vorjahrssieger auf einem 260 PS starken Lancia Stratos mit der Nummer 1, das zweitstärkste Auto im Feld. Mit der Nummer 2 der ehemalige World Cup Sieger Hannu Mikkola in einem 300 PS starken Privat Porsche, mit dem Jean-Pierre Nicolas den Wettbewerb vor 2 Jahren gewonnen hatte. Björn Waldegård mit einem 240 PS Fiat Mirafiori, das gleiche Auto, das übrigens auch Walter Röhrl steuerte. Die deutschen Hoffnungen trugen besonders 2 Fahrer. Europameister Kleint lenkte den neuen Ascona 400, mit dem Opel die Weltmeisterschaft 1980 bestreiten will. Ian Zeitlupe. Und Achim Warmbold mit der Nummer 11 am Steuer eines ebenfalls 240 PS starken Autos, der Toyota Celica. Zu den gefährlichen Außenseitern zählte der Schwede Per Eklund auf einem vergleichsweise untermotorisierten 170 PS VW Golf. Zu erwähnen ist noch, dass 3 sogenannte Privat-Mercedes das illustre Feld prominenter Marken um eine weitere Nobelmarke aus der großen alten Zeit bereicherten. Sehr gut, keine Probleme, passt ganz gut so. Dass ich heute Nacht das erste Auto bin. Das passt mir natürlich nicht, aber sonst. Die Kurve am Friedhof von Sime-de-Mar zählt seit Jahren zu den spektakulärsten Driftschauplätzen der Renommier-Rallye. Wer diese Boliden sicher über den Kurs bringen will, schrieb die Zeitung Nice-Matin über die 3 Mercedes, der muss sich guter Gesundheit erfreuen. Trotz dieses Drehers, der Holger Bohne den Fahrer und seinen Kameramann gleichermaßen erschreckte, hielten sich die 3 Autos erstaunlich gut. Walter Röhrl, der in der kommenden Saison auch Rundstreckenrennen bestreiten will, hatte alle Konkurrenten fast, könnte man sagen, deklassiert. Aus der starken Balance der Skandinavier mit PS-stärkeren Autos waren nur noch Waldegard und Kuhleng übrig geblieben. Von den deutschen Verfolgern hatte sich Jochi Klein mit einem 9. Rang am besten gehalten. Für den Hamburger Europameister war es die erste Monte mit einem konkurrenzfähigen Auto. Für Klaus Fritzinger, den zweimaligen Tour d'Europe-Sieger, ist es die letzte Torini-Verquerung. Hier, denn bald schon, streikte sein Motor. Sein 16. Platz wäre die drittbeste deutsche Platzierung geworden. Faszinierend ist diese Torini-Nacht, aber auch gefährlich. Jean-Claude Androuet gerät in Schleudern und verletzt einen Zuschauer. Der gleiche Vorgang noch einmal in Zeitlupe. Später wird ein weiterer Zuschauer von ihm angefahren und kommt ins Krankenhaus. Der ehemalige Monte Carlo-Sieger gibt entnervt auf. Walter Röhrl fuhr in dieser Nacht sehr diszipliniert, versuchte nicht wie in früheren Jahren auf Biegen und Brechen Bestzeiten zu erzielen. Das überließ er seinem Verfolger Bernard Danisch. Röhrls Nervosität wurde dennoch von Prüfung zu Prüfung größer. Das zeigen die Bilder an den Servicestationen.